Magdeburg hat eine neue Wirtschaftsbeigeordnete, Frau Sandra Yvonne Stieger. Ich habe sie heute getroffen, hier auf dem Domplatz. Und ja, man sagt Wirtschaftsbeigeordnete, aber das stimmt ja nicht ganz. Und sie kommen ja auch aus dem Tourismusbereich. Da haben wir gleich die Brücke. Und ja, wie heißt das jetzt genau und warum haben Sie sich darauf beworben? Also tatsächlich ist es die Beigeordnete für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit. Also es spiegelt auch ein recht großes Einsatzgebiet wider. Beworben habe ich mich zum einen, also ich bin ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler, Diplomkauffrau, komme also auch aus der Welt der Zahlen, der Strukturen. Da habe ich meinen Hintergrund fachlich und auch beruflich und habe in den letzten 5,5 Jahren die städtische Gesellschaft der Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH geleitet, die hier auch am Domplatz sitzt, war also für die Außenvermarktung der Stadt im touristischen Sinne zuständig und habe dadurch natürlich, bringe ich natürlich das, ein großes Paket mit ein, thematisch auf die Stelle und man schaut schon immer, auch ich habe natürlich geschaut, wie kann ich mich weiterentwickeln. Ich habe viele Potenziale auch gesehen, viele Anknüpfungspunkte gerade mit der Firma, die ich gerade benannt habe, in der Stadt gesehen und habe natürlich gute Ideen, will die einbringen und habe mich deswegen drauf beworben. Ein Punkt war ja immer die Kreativwirtschaft. Können Sie da so ein paar Punkte nennen? Warum soll man als Kreativer gerade hier in Magdeburg sich gründen vielleicht oder bei einer Firma arbeiten? Geht ja auch freiberuflich. Es gibt natürlich mehrere Schwerpunkte für die Stadt. Einer davon ist die Kreativwirtschaft. Grundsätzlich ist es immer so, dass wenn ein Standort, eine Kommune einen Schwerpunkt bildet, was definitiv mit der Kreativwirtschaft in Magdeburg geschehen ist, entstanden ist, dann spielt der Netzwerkgedanke eine enorme Rolle. Also Sie finden hier einfach ein großes Feld an Kreativen, an beispielsweise im Softwarebereich, im Kulturbereich. Das Netzwerk ist so dicht, dass man sich gegenseitig befruchtet. Also man ist nicht allein auf weiter Flur, man kann sich austauschen, man kann sich dementsprechend auch weiterentwickeln. Deswegen machen solche Schwerpunkte auch einen großen Sinn. Und deswegen macht es auch Sinn für jemanden, der überlegt zu gründen, das im Bereich der Kreativwirtschaft in Magdeburg zu tun, weil die Bedingungen einfach sehr gut sind und die Ansprechpartner gut vernetzt sind und man findet immer jemanden, den man fragen kann und sich dementsprechend weiterentwickeln kann. Da kommen wir gleich zu dem Freiraumlabor. Das war ja kurz bevor Sie angefangen haben, jetzt zum 1. August. Gibt es da schon so erste Ergebnisse? Es war ja wirklich so ein Experiment, einfach mal zu gucken, Nordabschnitt, man muss ja was tun. Wie ist das so gelaufen? Wie kam das an? Also bei den Akteuren, aber auch bei den Magdeburgern? Also zum einen, wie Sie schon gesagt haben, es ist ein Labor, es war ein Experiment. Man hat sich dabei versucht, etwas anders zu machen, mal neue Wege zu gehen. Und das per se ist sehr gut angekommen, sowohl im politischen Bereich, im Stadtrat, auch als auch bei den Akteuren. Es waren ja viele beteiligt. Man hat auch kritische Stimmen gehört, aber genau das musste ja auch sein, damit man sagen kann, was kann man machen, was kommt gut an, was kommt vielleicht schlechter an, brauche ich ja genau diese Polarisation, dass ich sage, das war vielleicht gut, das war schlecht. Man hat viel gelernt, was man machen kann, was man auch besser machen kann und genau das war Ziel dieses Freiraumlabors. Das heißt, insgesamt ist es gelungen, wir haben eine Menge gelernt, müssen dann jetzt natürlich aber aus diesen vielleicht auch Fehlern, die gemacht wurden oder Dingen, die nicht so gut gelaufen sind, jetzt unsere Schlüsse ziehen und es für das nächste Mal weiterentwickeln. Ja, das ist das Stichwort. Liegt das jetzt praktisch bei Ihnen auf dem Schreibtisch? Soll es ein nächstes Mal geben in naher Zukunft? Wir werden das jetzt mit dem Stadtrat besprechen, ganz klar. Man muss jetzt erstmal ganz, ganz klassisch evaluieren. Man muss hinterfragen, was war gut, was war weniger gut. Und dann muss man ja auch entscheiden, es sind ja auch Kosten. Wir befinden uns in der Corona-Zeit. Wie will man investieren und wie will man diese Investitionen dann in ein Freiraumlabor oder in eine Alternative dann auch ausrichten? Das gilt es jetzt zu diskutieren. Da sind Entscheidungen längst nicht gefallen. Da stehen wir am Anfang des Entscheidungsprozesses und das ist auch gut so. Ja. Corona, ja, das ist das nächste Stichwort. Viele Magdeburger merken das ja auch. Man hört es in den Medien. Wie sieht es mit der Wirtschaft aktuell aus in Magdeburg? Sicherlich nicht viel anders als in anderen Städten. Und wie will man damit umgehen? Ganz grob kann man sagen, natürlich gab es durch Corona einen Einbruch. Es gab Branchen, die stärker betroffen waren, wie beispielsweise die Gastronomie, aber natürlich auch der Bereich der Veranstaltungswirtschaft, wo es doch sehr zu spüren gewesen ist. Es gab viel Unterstützung auch von Seiten des Landes finanziell, das wissen wir alles.
Ich sage immer, wir sind aus einer der oberen Etagen mit der Wirtschaft sehr schnell in den Keller gerutscht. Das ist aber kein Magdeburger Phänomen, wie Sie es schon gesagt haben. Das ist in ganz Deutschland, in Europa, eigentlich weltweit so gewesen, beziehungsweise ist es ja größtenteils auch immer noch so. Tatsächlich ist es aber so, dass wir jetzt schon eine Erholung spüren. Kurzarbeit wird schon wieder zurückgefahren, die Zahlen erholen sich langsam, sodass man durchaus positiv und optimistisch in die Zukunft gucken kann. Allerdings ist Corona ja immer noch nicht vorbei. Wir wissen also noch nicht, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln, und es wird sehr viel auch davon abhängen, wie entwickelt sich auch das Infektionsgeschehen jetzt im Herbst. Und da können wir alle etwas dazu beitragen, dass sich das eben nicht verschlechtert, indem wir auf Hygiene achten. Und das muss einfach unser Ansatz sein, weil letzten Endes sind immer wir alle gemeinsam die Leidtragenden, wenn es nicht funktioniert. Stichwort Kurzarbeit, wie sieht es mit den Arbeitslosenzahlen aus? Spürt man das auch stark? Also dass man spürt, ist klar, aber wie stark ist das? Also im direkten Jahresvergleich haben wir jetzt 1000 Arbeitslose aktuell mehr. Hm. Es gab also die klassische Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt, war faktisch nicht da. Es gab zahlreiche Anmeldungen zur Kurzarbeit. Man muss im ersten Schritt anzeigen als Betrieb, dass ich Kurzarbeit mache. Das waren mehr als 2.500 Anzeigen. Aber als Unternehmen werden viele sich erstmal vorsichtshalber angemeldet haben. Und dann geht es darum, was wird auch tatsächlich abgerechnet. Da ist man jetzt überhaupt erst im Prozess der Abrechnung. Deswegen kann man da noch nicht wirklich viel sagen. Aber tatsächlich gibt es immer massiv weniger Abrechnungen, als tatsächlich ursprünglich mal angemeldet waren. Und deswegen ist es ja so ein gutes Instrument, die Kurzarbeit. Es verhindert eben im ersten Schritt die Arbeitslosigkeit. Und auch da sehen wir deutschlandweit, und auch das wird in Magdeburg nicht anders sein, dass sich das sehr schnell wieder reguliert, in einigen Branchen mehr als in anderen, dass man da recht schnell wieder zur Normalität zurückkehrt. Und es zeigt, dass das Instrument Kurzarbeit wirklich super gut funktioniert. Die Zinat Wirtschaft, was gehört jetzt genau dazu? Was sind die Bereiche, die Sie jetzt bearbeiten müssen? Also ich will sie bearbeiten. Es macht nämlich wahnsinnig großen Spaß, weil der Wirtschaftsstandort Magdeburg sich in Entwicklung befindet. Eins ist ganz klar, wir sind definitiv noch nicht fertig. Wir haben Gestaltungspotenzial. Zwei große Stoßrichtungen im Bereich der Wirtschaft, wenn wir bei der Wirtschaft zunächst bleiben, ist natürlich einmal die Bestandskundenbetreuung. Es wird viel immer in den Medien von Ansiedlungen gesprochen. Das ist sehr wichtig, das ist der zweite Aspekt. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf den Schwerpunkt der Bestandskundenbetreuung eingehen. Die Unternehmen, die am Standort sind, die hier gegründet haben, die hier vielleicht schon viele, viele Jahre sitzen, die gilt es zu betreuen, auch mit ihnen gemeinsam den Standort weiterzuentwickeln. Denn sie sind bereits hier verwurzelt, sie geben schon Arbeitskräfte in den Markt, also Arbeitsplätze, und bilden damit schon die Grundlage auch für unseren Wohlstand in der Stadt. Das heißt, hier wird es eine Weiterentwicklung auch innerhalb des Dezernates geben. Wir denken auch über Schwerpunktsetzungen nach. Wir hinterfragen auch die Struktur der Kollegen. Also das ist jetzt, sind auch so die nächsten Schritte. Aber auf alle Fälle ist ein Schwerpunkt die Bestandskundenbetreuung, gar keine Frage. Und der andere Bereich, wie eben schon angesprochen, ist natürlich die Akquise. Wir entwickeln ein neues Gewerbegebiet im Süden der Stadt, den Eulenberg. Und da wird es darum gehen, natürlich Akquise für große Unternehmen, für kleine Unternehmen, unterschiedliche Ansiedlungen zu setzen, auch im internationalen Bereich. Wir haben ein internationales Büro. Das werden die zwei groben Stoßrichtungen im Bereich der Wirtschaftsentwicklung sein. Die sind nicht neu, die waren schon immer da. Aber die Weiterentwicklung dieses Bereiches liegt mir natürlich sehr am Herzen, und wir sind auch schon mittendrin. Dann gibt es noch den Tourismus, wie eben schon angesprochen. Da ist die MMKT, also die Magdeburg Marketing, natürlich federführender Partner des Wirtschaftsdezernates. Auch da wird man sich Fragen stellen müssen, wie geht es strukturell weiter, wie können wir das weiter befördern, obwohl wir da in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gute Entwicklungen hingelegt haben. Die Zahlen, die Übernachtungszahlen haben sich fantastisch entwickelt. Solche Projekte wie die Lichterwelt natürlich zur Weihnachtszeit haben massiv dazu beigetragen.
Aber es gibt natürlich auch andere Projekte, die angestoßen wurden in den letzten Jahren. Hinter uns sieht man vielleicht das Ottonianum, das Dommuseum Magdeburg. Das sind tolle Projekte, die dazu beitragen, Magdeburg auch touristisch attraktiver zu machen. Auch hier hat Corona natürlich einen starken Einschnitt hinterlassen. Aber auch hier müssen wir mit voller Power wieder versuchen, schnell aus diesem Tal zurückzukommen. Mhm. Und auch hier sieht es schon wieder recht gut aus im Touristischen. Mhm. Last but not least, die regionale Zusammenarbeit. Ein wichtiges Thema in der Stadt und auch im Dezernat. Auch da gibt es ein gelebtes Netzwerk mit den Landkreisen rundherum. Aber auch hier gibt es Projekte, die weiterentwickelt werden wollen. Wie wollen wir uns da als Landeshauptstadt, als sicherlich auch Regionenmittelpunkt mit den anderen Partnern weiter austauschen, Kooperationen herbeizuführen, wird ein ganz großes Thema sein. Aber auch hier eine Schwerpunktsetzung und das dann natürlich mit der Entwicklung der Stadt zu verteuern. Mhm. Nochmal zu diesem neuen Gewerbegebiet, Eulenberg, haben Sie gesagt. Welche Branchen sollen sich da ansiedeln oder was ist da vielleicht auch schon in Planung? Also in Planung ist momentan erstmal die Gewerbeentwicklung oder die Gebietsentwicklung als solches. Man weiß, wo das Ganze stattfinden soll und so ein Planungsprozess dauert natürlich relativ lange. Zu sagen oder jetzt vorwegzugreifen, welche Branchen sich da ansiedeln, das jetzt vorweg zu sagen, ist Kaffeesatzleserei. Es ist immer ein Spiel dessen, was die Stadt will und da gibt es natürlich eine intensive Diskussion auch im Stadtrat, aber immer natürlich gepaart mit der Frage, was will die Wirtschaft? Was wird nachgefragt? Wer kommt und möchte in das Gewerbegebiet? Es gibt natürlich eine lebhafte Diskussion, ob man auch hier wieder Logistik im großen Stil zulassen will oder ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, auch vermehrt auf das Thema produzierendes Gewerbe einzugehen. Aber das ist ein Diskussionsprozess, der im Gange ist, der geführt werden muss, damit man dann in der Akquise natürlich für das Gewerbegebiet auch klare Argumente hat und auch weiß, wohin man akquirieren soll. Mhm. Das ist ja ein großes Feld. Was sind jetzt so konkret Ihre nächsten Aufgaben? So mal nochmal zusammengefasst. Also tatsächlich ist es erstmal ein Verwaltungs- oder gibt es zahlreiche Verwaltungsvorgänge, die jetzt bearbeitet werden müssen. Es gibt viele Drucksachen. Beispielsweise ist vielleicht noch vielen in Erinnerung, das Thema Innenstadthandel wird ein großes Thema in den nächsten Wochen sein. Auch das Thema der Smart City wird ein großes Thema sein. Also Digitalisierung und alles, was dazugehört. Das Thema Verwaltungs- oder eine freundliche Kommune, also Verwaltungsfreundlichkeit, wird auch ein Thema sein, das mit dem Wirtschaftsdezernat auch weitergeführt werden wird. Das sind aber alles wirklich erst Themen, die teilweise schon in Entwicklung sind, teilweise im Entstehen sind, die wir vorantreiben werden und auch wollen natürlich, immer in Absprache sowohl mit den anderen Dezernaten als auch mit dem Oberbürgermeister und natürlich mit dem Stadtrat, damit das aus einem Guss kommt und dann natürlich auch eine Umsetzung findet. Und letzten Endes kommt es natürlich am Standort selber auch immer darauf an, was wollen die Unternehmen, wie wollen die Unternehmen den Standort mitgestalten. Denn nur, wenn wir alle Player auch zusammen an einen Tisch holen und regelmäßig in Austausch sind, auch mit den anderen Gremien, wie den Kammern beispielsweise, wird daraus auch langfristig ein Erfolgsprojekt werden bzw. bleiben. Abschließend noch die Frage, was wünschen Sie sich denn für die Stadt Magdeburg, jetzt wo Sie gestartet sind als neue Wirtschaftsbeigeordnete? Ich wünsche mir, dass wir unsere Kaufkraft langfristig steigern können. Das heißt, dass die Arbeitsplätze, die in Magdeburg bereits vorhanden sind, aber auch die, die noch dazukommen werden, qualitativ hochwertig sind, dass wir dadurch auch gute Fachkräfte binden können, dass wir den Wissenstransfer mit den Hochschulen auch vorantreiben können. Denn nur wenn wir viele auch qualifizierte Jobs in der Stadt haben, wird man das merken, dass die Kaufkraft da ist, dass der Handel merkt, dass eingekauft werden wird. Das ist ein sehr komplexes System, bei dem wir dafür sorgen können, dass die Stadt floriert, dass die Unternehmen sich dann auch wohlfühlen, sich wieder neue ansiedeln und natürlich auch mehr Menschen in die Stadt kommen, dass Menschen gerne hier leben und dass das Angebot natürlich möglichst breit ist. Gute Schulen, gute kulturelle Angebote, gute Arbeitgeber und dann wird da draußen ein System, das die Stadt sehr freundlich macht, auch nach außen natürlich eine Imageverbesserung, noch eine Weiterentwicklung einsetzt.
Und das ist im Grunde so das, was ich mir für die Stadt wünsche, dass sich alle wohlfühlen in Magdeburg, dass alle gerne hier leben, gerne hier arbeiten und gerne hierher kommen. Danke, das ist ein schönes Schlusswort.